Heute im Test einer der leichtesten Kletter, aber eigentlich Hochtourengurte, die es am Markt überhaupt gibt, der Edelrit Lupo. Und was dieser Gurt so kann, was ihn eigentlich so leicht macht und wo seine Schwächen liegen, darum geht es heute. Edelrit Lupo, ein eigentlich ganz niedlicher Name für einen Gurt, der spezieller nicht sein könnte. Nachdem wir letzte Woche schon ein Edelrit-Produkt im Test hatten, geht's auch heute nochmal um den deutschen Hersteller. Aber heute in einer Kategorie, in der Edelrit eigentlich kaum was zu sagen hat. Der Lupo sollte das aber eigentlich ändern als Hochtourengurt. Für manche, die mit dem Begriff Hochtourengurt jetzt gerade vielleicht nicht so wirklich viel anfangen können, ein Hochtourengurt ist ein zertifizierter Hüftgurt, der genauso seine Normen wie die bestehenden Klettergurte besteht. Der Hauptunterschied liegt in zwei Punkten begraben. Erstens, es wird auf Polsterung verzichtet, um das Packmaß zu optimieren und die Wasseraufnahme am Gletscher zu verhindern. Zweitens, er ist so konstruiert, dass man ihn anlegen kann, ohne mit den Beinen durch die Schlaufen zu schlüpfen. Das alles gilt aber ganz allgemein für die Hochtourengurte und ist keine Besonderheit des Edelrit Lupos. Aber was ist dann eigentlich das Spannende an diesem Hochtourengurt? Dafür schauen wir uns jetzt erstmal die Features und harten Fakten genauer an. Der Edelrit Lupo ist ein Gesamtkonstrukt, das aber nicht ohne Clips für Beinschlaufen oder sonstigem auskommt. Er hat also die ein oder andere prädestinierte Bruchstelle und ist sozusagen nicht aus einem Guss gemacht. Natürlich erfüllt auch der Edelrit Lupo aber die EN 12277. Das macht im ersten Moment nicht wirklich den Anschein, weil alles sehr dünn und fragil wirkt. Jedoch wurde im Prinzip lediglich die Polsterung weggespart. Das macht sich letztlich dann auch im Packmaß bemerkbar. 10x10x8 cm ist da zusammengefaltet groß. Es ist also wirklich ein sehr, sehr kleines Paket. Die beiliegende Tasche ist etwas größer, sodass sich der Hüftgurt entfalten kann und insgesamt dann so groß ist wie die Tasche, aber immer noch relativ klein. Wenn wir uns den Gurt selbst ansehen, sehen wir die Beinschlaufen, die mittels dünnem Band verbunden werden. Also nicht miteinander, sondern mit dem Hüftteil. Diese Beinschlaufen können hinten aber abgeklippt werden und sind auch vorne relativ einfach wieder auszuhängen. Der Hauptteil der Beinschlaufen, also der tragende Dyneema-Teil, der wird über große Laschen mit dem Hüftteil verbunden. Das zeige ich euch aber gleich nochmal in der Praxis. Grundsätzlich hat der Lupo 4 Materialschlaufen horizontal angeordnet, etwas versteift und dadurch wirklich praktisch. Sie sind aber nicht so groß wie bei einem traditionellen Klettergurt. Mit 80 Gramm wiegt er etwa 25% handelsüblicher Klettergurte, was ihn für ultraleichte Unternehmungen natürlich sehr spannend macht. Im Prinzip ist am Lupo also nicht viel dran und genau das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Das spiegelt sich netterweise auch im Preis wider. Schließlich kostet der Gurt UVP nur 59 Euro, was eine ganze Stange günstiger ist als die Konkurrenz bei den Hochtourengurten. Er ist aber auch nicht der allerbilligste. In Aktionen kriegt man ihn aber teilweise sogar schon für 30 Euro. Hier sollte man auch erwähnen, der Lupo ist zumindest zurzeit noch zweimal auf dem Markt. Hier das ältere Modell, wobei älter auch sehr relativ ist. Und dann gibt es eben noch die überarbeitete Fassung. Einziger Punkt, die überarbeitete Fassung ist 1:1 das gleiche. Einziger Unterschied ist, dass der neue Lupo 20 Gramm schwerer ist, etwas mehr Auflage hat und deshalb nicht ganz so unbequem beim Drinsitzen sein soll. Abgesehen davon kostet er aber 5 Euro. UVP mehr, erfüllt aber die gleichen Normen, hat die gleichen Features und sieht im Prinzip auch gleich aus. Und damit kommen wir jetzt zur Technikwand und zur Frage, was kann der Gurt in der Praxis? Wie hat er sich beim Test bewährt? Und wie unbequem und fummelig ist das Teil eigentlich wirklich? Los geht's! So, das hier ist er jetzt in seinem verpackten Zustand. Wahnsinnig klein, wie gesagt. Er ist im Prinzip so groß wie meine Faust. Das ist schon wirklich beeindruckend und wenn man hier mal den Petzl Altitude daneben hält, so unausgerollt beide, dann braucht er ungefähr die Hälfte. Das ist schon eine unfassbare Ansage, weil eigentlich immer klar war, der Altitude ist der Way to go für Hochtouren. Aber warum er das vielleicht trotzdem ist im Vergleich zu dem, dazu komme ich ja jetzt mal. Wenn man diesen Gurt anlegt, dann wird man nämlich schnell feststellen, so ein Altitude ist eigentlich Komfort pur. Das ist Luxus. Das ist eine Schönheit in sich, weil dieser Gurt hier ist beim Anlegen
Sagt man noch mittlere Katastrophe? Weiß ich nicht. Es ist jedenfalls schon mal eine ziemliche Arbeit herauszufinden, was wohin gehört. Also er funktioniert so ein bisschen, er ist ja wirklich fast schon dreieckig. Man sieht, Einstellmöglichkeiten gibt es gar keine. Also es gibt keine Schnellverschlüsse, es gibt keine Züge, wo man nochmal was enger ziehen kann oder so. Es gibt wirklich gar nichts. Und das ist schon, ja, ich sage jetzt mal erstaunlich, ne? Weil die einzige Orientierungsmöglichkeit tatsächlich sind die Materialschlaufen, weil die sollten nicht an den Beinen sein, sondern die sollten an der Hüfte sein. Das heißt, wir können uns die zwei Teile schon mal schnappen und wissen Bescheid, da sind wir mal gar nicht so falsch. Dann haben wir hinten hier noch den Clip. Ich kann euch nur raten, den immer dran zu lassen, weil sonst seid ihr komplett verloren, was die Beinschlaufenanordnung betrifft. Das wird nur noch schlimmer, ich verspreche es euch. Dann nehmt ihr den einfach mal und legt den hinten so rum, wie man das halt von einem Hochtourengurt einfach kennt. Und die nächste Challenge ist es im Prinzip, wenn man das hier dann fassen möchte, dass es jetzt um zweierlei geht. Erstens mal, es geht darum, dass man selber nicht in der Testzeitphase so fett geworden ist, dass man nicht mehr in seinen eigenen Gurt passt. Das ist eine relativ große Challenge, muss ich tatsächlich sagen. Das andere ist aber, und das ist fast schon spannender, dass hier überall alles richtig anliegt. Denn selbsterklärend ist das nicht, also dass sich das einfach mal so verdreht. Es sieht alles sehr gleich aus. Also es gibt nicht diese Erkennbarkeit wie beim Altitude. Okay, das stimmt jetzt so, das ist jetzt so richtig oder das ist es eben nicht. Was dann passiert ist, wir haben hier diese farbliche Kodierung, grün zu grün, blau zu blau. Und dann schnappt man sich, man kann die hier übrigens zusammentun, warum auch immer. Dann schnappt man sich quasi diesen blauen Teil und stopft den durch diesen blauen, durch diesen Himmel, Arsch und Zwirn. Es ist wirklich, das ist jetzt quasi Live-Ärgernis pur. So, dann stopft man den hier durch. So, hat man das hier. Dann stopft man, ja, die Technikwand, die wird heute richtig spannend. Dann stopft man das hier. Ja, dann stopft man das hier durch. So, und dann hat man hier zwei kleine Schlaufen. Ja, klar. Und jetzt kann man sich entweder direkt ins Seil einbinden. Das ist aber eher unüblich. Üblicher ist es ja bei Hochtouren, dass man quasi mit einem Karabiner sich in einen Achter einbindet, damit man, wenn man schnell mal raus muss, dass man einfach ja nicht sich komplett aus dem Knoten lösen muss. Vor allen Dingen, wenn man im Ende drin ist, ist es einfach. Aber wenn man in der Mitte irgendwo ist, ist es natürlich Blödsinn. Ergo nimmt man sich dann irgendeinen großen Karabiner und versucht dann, diese beiden Schlaufen so zusammenzuhängen. Und dann kommt hier das Seil ran. Dann haben wir quasi, jetzt haben wir sozusagen unseren klassischen Hochtourenaufbau, was man normalerweise halt auch mit einem Klettergurt oder mit einem Petzl Altitude machen würde. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir haben noch diese zwei Schlaufen hier, die die quasi im Prinzip dafür sorgen sollen, dass der Gurt hier vorne auch genauso dran liegt wie hinten. Also das kennt man ja auch vom Altitude im Prinzip genau so. Nur mit dem Unterschied, hier kann man sie jetzt quasi fester ziehen, dann hat man sie halbwegs auf Spannung. Wenn man das Ding wieder löst, dann wird alles wieder lockerer. Es hält nicht unbedingt gut, aber es ist okay. Das Ganze macht man auf der anderen Seite auch noch und dann hat man diese Plastikclips drin. Wie gesagt, beim Fly ist das eine Fummelei mit diesen Kordeln, die mit dem Knopf dann da drin sind. Das ist hier schon deutlich besser gelöst. Ansonsten ist der Fly aber, was den Schließmechanismus hier oben anbelangt, doch einfacher. Es ist schon eine ziemliche Qual. Und wenn ihr dann bei minus 5 Grad oder minus 6 Grad versucht, diese kleinen Ösen durch diese Öse durchzubringen, dann werdet ihr fluchen ohne Ende. Ich hab's hier jetzt warm und stehe hier mit meinen nackten Händen, aber mit dicken Handschuhen ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und das macht gar keinen Spaß. Da ist der Petzl Fly auch nicht besser, aber da ist der Petzl Altitude doch nochmal ein Eck besser. Und insofern ist jetzt eigentlich die Frage, ist das jetzt ein großer Mehrwert oder nicht? Ja, diese Gewichtsersparnis und auch vor allen Dingen das Packmaß gegenüber dem Petzl Altitude ist natürlich ein Pluspunkt. Auf jeden Fall, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Auf der anderen Seite, ich hänge im Petzl Altitude teilweise bei Übungen schon relativ lange drinnen und fühle mich ziemlich wohl. Es ist okay, es ist nicht wahnsinnig angenehm, aber es ist halt auszuhalten. Bei den wenigen Versuchen, denen ich
diesem Gurt gegeben, die ich diesem Gurt gegeben habe, musste ich ehrlicherweise feststellen, es ist ein Krampf sondergleichen. Es ist wirklich schmerzhaft drin zu sitzen. Es verrutscht sehr schnell die gesamte Konstruktion, weil da relativ wenig Reibung auch im System ist sozusagen. Auch an der Kleidung, das alles bewegt sich extrem leicht. Und das führt halt dann dazu, dass sich der Gurt, wenn man drin hängt und sich dreht, einfach sehr schnell und sehr leicht mitdreht, sodass es wahnsinnig schnell, wahnsinnig unangenehm wird. Und ich sehe hier wirklich in Sachen drinnen sitzen gar keine Chance, dass man den bei Klettersteigen oder sonst wo einsetzt. Selbst wenn man sich im Klettersteigen nur einmal oder zweimal drin sitzt, man wird diesen Gurt verfluchen. Er ist doch sehr komfortabel. Also es geht alles mit. Es ist überall genug Platz, auch es ist genug Bewegungsspielraum. Aber damit komme ich auch schon eigentlich zum letzten sehr strittigen Punkt meiner Meinung nach. Wenn ich einen Gurt in der Größe nicht anpassen kann, man stelle sich vor, ich hätte jetzt einen Hüftumfang von 5 cm weniger, dann könnte ich mir den Gurt ausziehen. Man stelle sich vor, ich hätte einen Hüftumfang von nur 2 cm mehr, dann könnte ich diesen Gurt unmöglich anlegen, weil ich dann einfach, ich komme dann halt einfach nicht nah genug hier ran. Ergo, die Zielgruppe ist für diesen Gurt unfassbar klein. Und diese Angaben, die quasi mit dem S, M und L in den Größen gemacht werden, die sind zwar nicht falsch, aber sie sind halt auch nur so lala passend und hilfreich, denn jeder trägt seinen Gurt ein bisschen anders. Ich trage ihn gern ein Stück weit über der Hüfte, sodass er mir quasi über meinem Arsch sitzt. Andere Leute tragen ihn etwas tiefer, das würde bei mir noch gehen, aber wäre schon fast eng. Aber ihr seht das Problem, glaube ich, ganz gut. Also ich kann mir... Ich kann mir den Gurt einfach ausziehen. Das wird nicht passieren in der Realität, weil wenn ich in eine Spalte stürze, dann hänge ich nach oben und wenn ich in einem Klettersteig drin hänge, dann hänge ich nach oben. Aber der Punkt ist, habe ich 5 cm weniger Hüftumfang, verliere ich ihn beim Gehen. Und das macht diesen Gurt insgesamt halt sehr schwierig. Was nicht heißen soll, dass er schlecht ist. Und genau da werden jetzt wieder viele schreiben, oh, du widersprichst dir selber. Aber in Wirklichkeit, es ist halt schwierig. Der Gurt ist sehr günstig, was sehr selten ist bei Ultralight-Produkten. Gerade Petzl verkauft Ultralight-Produkte in der Regel viel teurer, obwohl sie in der Herstellung billiger sind. Er ist relativ günstig, er ist unfassbar klein. Es ist einer der kleinsten Gurte, die ich jemals gesehen habe. Er ist unfassbar leicht, er wiegt 80 Gramm, das ist nichts. Designtechnisch, ja, lässt sich streiten, ob das jetzt schön ist oder nicht. Fair enough, er ist halt weiß. Aber unterm Strich kann man sagen, dieser Gurt hat eine sehr eingeschränkte Zielgruppe. Die Zielgruppe wird künstlich nochmal durch diese Tatsache, dass er nicht verstellbar ist, nochmal eingeschränkt. Und er ist wirklich unbequem. Also da drin sitzen ist kein lustiges Theater. Kann ich absolut nicht für Klettern empfehlen. Kann ich auch nicht für schwere Klettersteige empfehlen, wo man mal ein bisschen Pause braucht oder mal drin sitzen will. Kann ich absolut nicht empfehlen, wenn man auf Hochtouren ist, bei denen man weiß, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel kombinierte Hochtouren und baue einen Stand und da hänge ich dann trotzdem eine Weile drin und so weiter. Kann ich nicht empfehlen. Ich kann ihn empfehlen für Skitouren, wo die Gefahr, dass man das wirklich braucht, unter Anführungszeichen, gegen Null läuft. Ich kann ihn empfehlen für flache Gletscherüberquerungen, die wirklich vielleicht im Frühjahr noch stattfinden, wo man keine Ski mehr hat, aber einfach die Spaltensturzgefahr minimal ist. Bei Gletschern, wo ich hin und wieder mal in so eine Spalte reinfallen könnte und dann vielleicht auch länger drin hängen, also ganz im Ernst, also ich weiß nicht, was zuerst kommt, entweder das Hängetrauma oder der Nervenzusammenbruch, aber beides ist nicht erstrebenswert und deswegen hier muss ich sagen, er ist mir fast schon zu wenig für solche Anwendungsgebiete wie Hochtouren oder Klettersteige. Jetzt zum Fazit. Kommen wir also zum Fazit. Der Lupo von Edelrit ist ein ganzes Eck kleiner als der Altitude von Petzl. Er ist aber kein direkter Konkurrent, denn der direkte Konkurrent wäre der Petzl Fly. Der Petzl Fly ist aber beim Anlegen etwas komfortabler als der Lupo. Jedoch ist weder der Fly noch der Lupo ein Genuss beim Anlegen. Es ist eigentlich wie Cholera und Pest miteinander vergleichen. Das macht keinen Spaß, ist fummelig und unschön und unterm Strich ist man einfach froh, wenn man ihn fertig angelegt hat. Das ist das Wesen der Hochtourengurte. Man bezahlt die Leichtigkeit und das Packmaß eben mit
ja, Kleinarbeit beim An- und Ablegen. Die Plastikblocker für die Beinschlaufen sind aber deutlich besser gelöst als das System beim Fly mit diesen Kordeln. Die Stretchbänder sind jedoch sehr dünn und wirken ziemlich fragil. Die Materialschlaufen sind ein positiver Hingucker, halten viel aus und sind auf manchen Hochtourengurten echt deutlich schlechter gelöst als hier. Abgesehen davon, er ist nicht bequem. Also gar nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Qual, in diesem Gurt zu sitzen. Aber ehrlicherweise, fürs regelmäßige Drinsitzen, wie beim Klettern oder so, da wurde er dafür eh nicht gebaut und das muss er dementsprechend auch nicht können. Dass die Passform letztlich so eingeschränkt ist, das ist am Ende kein negativer Punkt in dem Sinne, aber definitiv sehr schade für sehr viele Leute. Aber jede Verstellmöglichkeit braucht eben Material und das heißt wieder Platz und Gewicht. Es ist unterm Strich also ein Gurt, den man mit einem Wort ganz gut beschreiben kann. Kompromisslos. Im Guten wie im Schlechten. Wenn euch der heutige Test gefallen hat, bedenkt, dass sich die Tests durch eure kleineren Beiträge finanzieren und so unabhängige und vor allen Dingen ungesponserte Tests auch möglich sind. Vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Und Bergheil!